Hallo, meine Damen und Herren, ich befinde mich jetzt im Garten eines Wahllokals für die europäischen Wahlen in Berlin. Als ein verantwortungsvoller, bewusster und zukunftsorientierter Bürger habe ich meine Stimme abgegeben. Ich finde die Europäische Union als eine supranationale Institution für die Sicherung des Friedens in Europa äußerst wichtig. Aber nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Diese Wahlen sind bedeutsam, sowohl für uns in Europa, für die europäischen Bürger, für die europäischen Länder, aber auch für die ganze Welt. Wenn wir seit über 70 Jahren keinen Krieg mehr erleben auf dem europäischen Gebiet, haben wir zum großen Teil der Europäischen Union zu verdanken. Deswegen stimuliere ich, fördere ich die bewussten Bürgerinnen und Bürger, ihre Stimmen abzugeben. Eigentlich hatte ich heute vor, eines meiner Lieblingsgedichte aus der Gedichtsammlung von Hafez Shirazi vorzutragen. Wenn ich schon diesen schönen Garten gefunden habe, auf dieser schönen Ecke, wollte ich sofort mein Video betätigen. Hafez Shirazi, zweifelsohne, einer der wichtigsten und tüchtigsten und federführendsten Lyriker der persischen Sprache, hat im 15. Jahrhundert gelebt, in Shiraz. Deswegen ist er bekannt als Hafez Shirazi, der den Koran auswendig gekannt hat. Er hat ein großes Erbe hinterlassen, nicht nur für die Persischsprachigen, sondern allgemein für die ganze Welt. Johann Wolfgang von Goethe hat einige Gedichte von ihm übertragen. Friedrich Rückert hat viele seiner Gedichte übersetzt. Und er ist ein weltberühmter Lyriker von der Sufi-Richtung. In meiner Jugend habe ich bewundernd seine Gedichte gelesen und einige habe ich auch auswendig gelernt. Eines meiner Lieblingsgedichte von seiner Sammlung werde ich in der Originalsprache vortragen. Wer will, der höre. Über den Sinn des Lebens, über die Bedeutung der Freunde, über die Vergänglichkeit dieser Welt und über seine Position als ein Sufi schreibt er folgende Zeilen. Dil می رود ز دستم صاحب دلانی خدا را در دا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز باشد که باز بینیم دیداری آشنا را ده روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکو به جای یاران فرصت شمار یارا در حلقه ای گل و مل خوش خوند دوش بلبل هات الصبوح و هبو یا ایها السکارا ای صاحب کرامت شکرانه ای سلامت روزی تفکری کن درویش بی نوارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را هنگام تنگ دستی در عیشی کوشی مستی که این کیمیای هستی قارون کند گدارا آینه اسکندر جوم می است بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا خوبان ترکی گو بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت رندان پارسا را حافظ
به خود مپوشید این خرقه‌ای می‌آلود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. Ja, soweit zum Gedicht. Was für ein Gedicht, um Gottes Willen. Bis zum nächsten Mal.